Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es an? Ist es an? So, jetzt geht's. Danke sehr. Ja, noch einmal, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, namentlich liebe Frau Rockenbach. Ja, das ist ein bisschen schlecht, aber ich mache es, ja. Ja. Liebe Frau Moulin, lieber Georg, so, ich hoffe, Sie können mich alle verstehen jetzt. Und ja, ich begrüße alle, die Sie hier hingekommen sind nach Köln in diese kalten Tage, die kältesten Tage, die wir seit langem hatten, aber das haben wir ja alle gemeinsam und so können wir uns gemeinsam warm denken. Im Folgenden möchte ich drei Dinge tun. Zum einen Sie alle herzlich im Namen der Veranstalter als Sprecher des Cologne Center for Humanities und für das Kölner OK und als Prodekan für Forschung der Philosophischen Fakultät, also auch im Namen unserer Dekanin, herzlich in Köln willkommen heißen. Ich hoffe, Sie fühlen sich trotz der eisigen Temperaturen in Köln wohl. Wir werden uns sicherlich gemeinsam warm denken und warm feiern. Zum anderen in ganz wenigen Worten etwas zur Wahl des Themas sagen, das offensichtlich angekommen ist, wie die vielen Beiträge und die Teilnehmerzahlen sagen. Und schließlich ein paar sehr praktische Hinweise für den Verlauf der Tagung geben, der wir ja erst ganz am Ende wieder im Plenum zusammenkommen. Also so macht es einen guten Sinn, dass ich die Dinge, die Sie notwendigerweise wissen müssen, Ihnen noch einmal am Ende der kurzen Einleitung sage. Ich komme zum zweiten Punkt. Was hat uns bewogen, im letzten Jahr dieses Thema vorzuschlagen, Kritik der digitalen Vernunft? Sicher nicht der höchst kontingente Umstand, dass der Kölner CCH-Sprecher von Hause aus Philosoph ist. Wer auch wissenschaftlich noch analog sozialisiert worden ist, wie ich zum Beispiel, der ist in den letzten drei Jahrzehnten Zeuge als Beobachter oder als aktiver Teilnehmer einer wissenschaftlichen Revolution geworden, für die sich das Schlagwort Digital Humanities eingebürgert hat. Nicht zuletzt der Blick in das Programm dieser Tagung macht deutlich, wie umfassend und zahlreich die Digital Humanities in den Geisteswissenschaften eingezogen und dort auch inzwischen institutionell präsent sind. Die Bandbreite reicht vom digital unterstützten Lernen bis zum digitalen Publizieren, vom Aufbau digitaler Sammlungen, Portale und Forschungsplattformen bis hin zu neuen Methoden und Forschungsdesigns, die erst durch die Möglichkeiten computerunterstützten Arbeitens möglich wurden. Inzwischen sind digitale Methoden Standard und kaum ein Forschungsantrag, etwa bei der DFG, kommt mehr ohne digitale Komponenten aus. Das stellt umgekehrt eine große Herausforderung dar, denn es gibt nach wie vor nur wenige ausgetretene Pfade, die man routinemäßig beschreiten kann. Die Digital Humanities sind noch ein ganzes Stück von einer Normalwissenschaft entfernt. Doch gerade darin liegt unverkennbar der Reiz und die Herausforderung dieser Querschnittsdisziplin, die zugleich ihre eigenen Fachprofile ausbildet. Die Digital Humanities sind zugleich Teil einer umfassenderen Wissenstransformation, die auch die Gegenstände des Wissens betrifft. Neben den Objekten auch andere Parameter wie die Orte, an denen Wissen aufgefunden, bewahrt und erzeugt wird, die unterschiedlichen Wissenspraktiken und Akteure, schließlich die Modi des Wissens selbst. Wir erleben auf eine zuvor nicht gekannte Weise eine Mobilisierung der Objekte, wie Bruno Latour das genannt hat, die wir uns in die Forschungslabore und auf unsere digitalen Schreibtische holen können. Gerade das digitale Zeitalter eröffnet hierfür ganz neue Möglichkeiten der Präsenz. Daraus ergeben sich zugleich neue Fragezuschnitte und neue methodische Möglichkeiten. Dies zeigt sich etwa in der Verschiebung der Evidenzebene auch in den Geisteswissenschaften in Richtung auf Empirie und Experiment, ohne dass die damit verbundenen Konsequenzen für die Humanities schon angemessen und umfassend untersucht und reflektiert worden sind. Gegenüber den hermeneutischen, philologischen und historischen Methoden, die wir gemeinsam als eigentümlich geisteswissenschaftliche Methoden ansehen, zeichnen sich die natur- und sozialwissenschaftlichen Methoden jedoch vor allem durch den Vorrang der Empirie, der experimentellen Einstellung,
der darauf beruhenden Hypothesenbildung sowie durch den Rekurs auf Rechenevidenz und statistische Erfahrung und statistische Verfahren aus. Daraus ergibt sich ein natürliches Spannungsverhältnis zu den spezifischen geisteswissenschaftlichen Gegenständen und Fragestellungen, die sich oftmals nur schwer exakt modellieren lassen, ohne ihre spezifischen Eigenheiten, nicht zuletzt ihre Geschichtlichkeit und ihre Kontextualität zu gefährden. Diese sind weder von den Gegenständen noch von den Fragestellungen selbst abtrennbar, besitzen somit eine eigene epistemische Bedeutung und müssen in die Modellierung mit einbezogen werden. Diese spezifische Herausforderung für die Digital Humanities gilt es für die Geisteswissenschaften kritisch zu reflektieren, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der erwähnten Wissenstransformation und Evidenzverlagerung. Evidenz aber, das wissen wir, wird erzeugt durch Daten, Simulationen, Experimente, Modellierungen und Modelle. Nicht selten verdankt sich die Evidenz der Komplexitätsreduktion oder der Projektion, zum Beispiel durch 3D-Modelle von archäologischen Rekonstruktionen. Hierzu bedarf es einer neuen kritischen Reflexion auf die Wissenschaftspraxis. Denn während sich in den eher sozialwissenschaftlichen Science and Technology Studies mit Blick auf die Naturwissenschaften und die Technologisierung von Laboren in Industrie und Akademie entsprechende methodische Ansätze schon seit Jahrzehnten erfolgreich etabliert und wichtige Beiträge zu einem spezifisch besseren Verständnis des Verhältnisses von Wissenschaftstheorie und Wissenschaftspraxis geliefert haben, fehlen in den Geistes- und Kulturwissenschaften vergleichbare Untersuchungen, die die veränderte geistes- und kulturwissenschaftliche Praxis selbst zum Ausgangspunkt und zum Gegenstand einer systematischen Untersuchung machen. Hierbei geht es vor allem um neue epistemische Praktiken, die neben den Dingen und den jeweiligen Gegenständen auch andere Parameter einbeziehen, neben den Wissensorten, die Wissenspraktiken und entsprechenden Kulturtechniken, Schreiben, Rechnen, Kategorisieren, Klassifizieren etc., die Akteure, die Wissen produzieren, anwenden und weitergeben und schließlich die Modi des Wissens, der Wissensverarbeitung und der Wissenspräsentation selbst samt ihrer zugrunde liegenden Wissensaxiomatiken und ihrer historischen Genese. Denn was immer wir wahrnehmen und wissen, nehmen wir wahr gemäß unserer eigenen epistemischen Einstellung zur Welt. Die Erforschung der Dinge ist somit stets Erforschung der Wissensaxiomatiken und der komplementären Wissenspraktiken, Kraft deren wir ein Wissen von den Dingen haben. Es ist somit an der Zeit, sich der neuen digitalen Wissenschaftsaxiomatiken und der digitalen Wissenschaftspraxis kritisch zu versichern. Denn die Digital Humanities werden häufig noch immer als lediglich digital transformierte Bearbeitungen von Fragestellungen aus den verschiedenen beteiligten Fächern beschrieben. Daneben entsteht der Eindruck, dass die Digital Humanities in weiten Teilen eine Daten-, Algorithmen- und werkzeuggetriebene Wissenschaft sind, die von ihren unmittelbaren Möglichkeiten und ihren Praktiken dominiert sei. Wie aber lässt sich dies mit dem kritischen Anspruch der Geisteswissenschaften vereinbaren? Gibt es im Umgang mit digitalen Medien, in der Modellierung, Operationalisierung und Formalisierung der Arbeit mit Computern implizite, stillschweigend akzeptierte Agenten, die einer Reflexion durch einen Intellectual Criticism bedürfen? Die Tagung soll den Fokus auf die kritische Dimension digitaler Forschung richten und damit Denkanstöße zur Theoriebildung und Epistemologie der digitalen Forschung geben. In diesem Rahmen sollen auch gesellschaftliche, soziale und politische Dimensionen der in allen Bereichen wirksamen Digitalisierungsprozesse unter so heterogenen Begriffen wie Interaktionsformen, Partizipation, Bildung, Digital Literacy sowie Auswirkung und Rückwirkung der Digitalität auf Wissenschaft und Gesellschaft diskutiert werden. Unter dem Leitthema Kritik der digitalen Vernunft wird die Kölner Tagung als die zentrale Jahrestagung der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum zur kritischen Reflexion des Selbstverständnisses, der Aufgabenstellung und Entwicklungsperspektiven der Digital Humanities anregen und wichtige Problemstellungen im Großen, auf mittlerer Ebene wie im Kleinen diskutieren. Zugleich aber bietet eine solche Tagung die Möglichkeit zum Austausch, zum Kennenlernen, für neue Kontakte, um das furchtbare Buzzword Networken zu vermeiden. Zum Abschluss einige praktische Hinweise.
Zunächst sozusagen die Einladungen zum Empfang nach der Eröffnungskeynote, zum Fight Club am Mittwoch im Art-Theater, Eintritt gegen Lanyard, also vergessen Sie am Mittwoch Ihre Bändchen nicht, zum Poster-Slam und den anschließenden Empfang mit Buffet und grünem Würfel am Donnerstag hier in diesem Gebäude. Wir sind also froh, dass wir diese Partybühne draußen entsprechend bespielen können. Sie alle haben schon gemerkt bei der Anmeldung, dass diese Tagung noch ein Neues versucht, nämlich sie möchte sozusagen weniger Tagungsmüll produzieren. Ja, Sie haben alle sozusagen neben einer Jute-Tasche auch hier so einen Mug bekommen. Ja, und mit diesem Mug bekommen Sie, was sagen Sie? Ja, das, auch das, also solange, also sagen wir so, wenn es gefüllt ist, sollte man es nicht so in die Tasche tun, sonst ist es ziemlich dicht. Ja, ja, also ich glaube, es funktioniert ganz gut. Jedenfalls, wir hatten uns ausgerechnet, dass bei über 600 Anmeldungen, wenn jeder nur 5 Getränke, 5-mal Kaffee sich am Tag holt, was ein guter Durchschnitt ist, leicht 12.000 bis 15.000 Becher, Abfallbecher einfach zustande kommen. Und ich glaube, wir probieren das mal. Es ist jedenfalls gestern und heute bisher, hat es sehr gut funktioniert. Ja, und Sie haben zugleich auch noch ein nettes Andenken. Ja. Dann bitte ich sozusagen alle diejenigen, Sie haben schon eine E-Mail, entsprechende E-Mail bekommen, die von der DFG gefördert sind, die Keynotes, die Fight Clubberer, wie man so sagt, die Postdocs, morgen und übermorgen in der ersten Kaffeepause und in der Mittagspause zum Tagungsbüro zu kommen und mit mir dort die Abrechnung zu machen. Die von der Henkel-Stiftung Geförderten haben schon eine E-Mail bekommen, wie dort die Abrechnung funktioniert. Damit komme ich sozusagen zu guter Letzt zu den Danksagungen. Ein herzlicher Dank geht zunächst an unsere zahlreichen Unterstützer. Ich habe die Mittelgeber bereits genannt, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Henkel-Stiftung, auch Daria und Clarien haben sich beteiligt. Wir konnten weit über 50 Stipendien für Postdocs, Doktoranden und Studierende einwerben. Mein Motto ist immer, wenn man eine Tagung organisiert, keiner soll nicht kommen können, weil er kein Geld hat, um zu kommen. Das ist kein Argument. Ja? Und wir haben so gut wie es ging, haben wir uns bemüht, dies zu machen. Wir möchten uns bedanken beim DHD-Vorstand und beim Programmkomitee für das Vertrauen und für die reibungslose Zusammenarbeit. Miteinander wurde engagiert diskutiert, doch am Ende standen immer gute Lösungen. Bei der Universität zu Köln müssen wir uns bedanken, bei der Philosophischen Fakultät, bei den beteiligten Instituten, der Hausdruckerei, dem Gebäudemanagement in allen Facetten, das muss an der Stelle gesagt werden, dem Rechenzentrum Vorlangen für die Übertragung. Übrigens die Ansage, auch das, was gelivestreamt ist, kann hinterher noch von der Homepage abgerufen werden. Und ich sage jetzt schon Dank allen, die im Organisationskomitee in Köln mitgearbeitet haben. Das sind die mit dem gelben Bändchen, wo einer, der Patrick Saale, Festkomitee draufgeschrieben hat. Das wollen wir auch sein. Ja? Also wir wollen auch hoffen, dass wir für Sie hier ein kleines Fest veranstalten, wo Sie alle gerne hier dabei sind und gerne an Köln zurückdenken. Ja, und als sich nämlich in den letzten Wochen abzeichnete, dass die Tagung statt der erwarteten 400 bis 450 Teilnehmer die 600 Teilnehmer Schallmauer durchbrechen würde, und ich glaube, jetzt sind wir bei fast 650 Angemeldeten, da musste sehr vieles in sehr kurzer Zeit umgeplant werden. Das ist einfach sozusagen eine ganz andere qualitative Dimension. Und das ist für alle, die schon einmal eine Tagung organisieren wollen, ein qualitativer Sprung, der es erforderlich macht, eine Tagung noch einmal neu zu denken. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass das gelungen ist, und ich stehe hier gewissermaßen nur stellvertretend. Alle die mit den gelben Bändchen, die sind eigentlich genauso sehr dafür verantwortlich wie ich. Ja, ich schließe an der Stelle und wünsche uns allen eine sehr, sehr schöne und erfolgreiche, inspirierende Tagung mit kritischem Nachdenken und gebe jetzt einfach weiter das Wort an Frau Professor Rockenbach, die Prorektorin unserer Universität und zuständig für Forschung.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Professor Speer, Frau Professorin Moulin, Herr Professor Vogeler, liebes Festkomitee und zu Ihnen dreien, wie man das dann in Köln sagt, muss ich in Analogie sagen, liebes Dreigestirn dann als Verantwortlicher. Wie Sie wissen, besteht das Dreigestirn in Köln aus Prinz, Bauer und Jungfrau. Sie können dann untereinander vielleicht mal ausknobeln, wer was ist. Für diejenigen, die nicht aus Köln kommen, muss ich sagen, auch die Jungfrau ist in Köln immer ein Mann. Also von daher, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Konferenz, von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen heute Abend. Ich überbringe die Grüße des Rektorats. Es ist uns eine große Ehre, Sie hier heute und auch seit gestern eigentlich den Rest der Woche an der Universität zu Köln begrüßen zu dürfen. Die Tagung, das sagte Herr Speer gerade, hat auf eine ganz enorme Resonanz gestoßen. Auch das freut uns natürlich sehr. Wir glauben, das liegt an uns, aber es liegt natürlich auch am Thema. Und daher auch nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die die Tagung vorbereitet haben, die ein Thema ausgewählt haben, was für Sie spannend ist, deshalb sind Sie hier, aber was natürlich darüber hinaus ein Thema ist, was Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft in der Öffentlichkeit ein Thema ist, was an vielen, vielen Stellen benannt wird und was an vielen Stellen auch Herausforderungen mit sich bringt. Und von daher ist so etwas wie das Thema dieser Tagung eine kritische Betrachtung digitaler Vernunft, etwas sehr Wichtiges, was den ganzen Digitalisierungs- und Transformationsprozess begleiten sollte. Ich freue mich sehr, dass Sie einen Beitrag dazu leisten und dass es gelungen ist, so viele Interessierte nach Köln zu holen, um dieses Thema kritisch zu diskutieren. Ich möchte Ihnen aber auch gerne etwas über die Universität zu Köln als Austragungsort sagen. Die Universität zu Köln, Sie werden es gesehen haben, das in einem unserer Logos, ist eine der ältesten deutschen Universitäten. Das Gründungsjahr geht auf 1388 zurück, aber auch eine der größten Universitäten. Wir haben pro Semester in der Größenordnung von 50.000 Studierenden und sind somit mit der LMU, gehören wir zu den größten Universitäten in Deutschland. Das Ganze beschreibt Rahmenbedingungen, aber ist sicherlich nicht alles, was man sagen sollte, weil in den letzten Jahren hat die Universität eine enorm dynamische Entwicklung genommen. Wir haben uns vorbereitet auf die Exzellenzinitiative und sind im Jahr 2012 auch als eine der 11 Exzellenzuniversitäten ausgezeichnet worden. Das heißt, wir hatten Erfolge sowohl in den Graduiertenschulen, eine davon auch in der Philosophischen Fakultät, Artes Graduiertenschule, in den Clustern, eine im Life Science Bereich zu Altern, eine in der Pflanzenforschung, aber auch mit dem Zukunftskonzept, das es uns erlaubt hat, in vielen Bereichen der Weiterentwicklung der Universität innovative Gedanken zu entwickeln, diese voranzubringen, Forschung auf innovative Art und Weise zu fördern. Und das ist auch an vielen Stellen sehr gut gelungen, Leute zusammenzubringen, Wissenschaftler zusammenzubringen, die Universität zu einem attraktiven Ort auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von außen zu machen. Wir haben im letzten Jahr bei der DFG 7 Anträge auf Sonderforschungsbereiche gestellt und waren mit 7 Anträgen erfolgreich. Das ist ein großartiger Erfolg, der auch gezeigt hat, dass es uns gelingt, nicht nur die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Ort bestmöglich zu unterstützen, dass sowas möglich ist, aber auch in Kooperation mit anderen Universitäten, mit Außeruniversitären, aber auch durch die Attraktion von anderen Wissenschaftlern die Wissenschaft voranzubringen. Aber auch in der Weiterentwicklung unserer Konzepte. Wir haben gerade im Bund-Länder-Programm, wo es um die Ausschreibung der Juniorprofessuren geht, 27 neue Juniorprofessuren mit Tenure Track an die Universität zu Köln geholt,
waren damit zusammen mit der Technischen Universität in München die zweiterfolgreichste in Deutschland. Auch hier versuchen wir, neue Wege zu gehen, gerade auch für die Nachwuchswissenschaftler attraktive Karrieremöglichkeiten zu entwickeln, damit wir auch bestmöglich den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern. Und wenn wir all diese Dinge tun, auch in den Sonderforschungsbereichen, ist ein Thema ein ganz großes Querschnittsthema, was sich durch fast alle Bereiche oder ich könnte auch eigentlich sagen alle Bereiche durchzieht, und das ist das Thema Digitalisierung. Und da ist es in vielen Bereichen oder in fast allen Bereichen so, dass wir als Universität herausgefordert sind, für die Wissenschaft eine moderne Infrastruktur, IT-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, eine moderne IT-Organisation zur Verfügung zu stellen, innovative Maßnahmen zur Speicherung, Analyse von Daten, sei es bildgebende Verfahren, Herr Speer hatte das erwähnt, dreidimensionale Verfahren zum Beispiel in dem Bereich der Archäoinformatik hier an der Universität zu Köln, in der Philosophischen Fakultät, aber auch natürlich in ganz vielen anderen Bereichen. Bei uns ist im Life Science Bereich, wenn Sie an die digitalisierte Medizin denken, das sind äußerst datenintensive und rechenintensive Prozesse, die große Anforderungen an Digitalisierung stellen. Wir haben Schwerpunkte in der Klimaforschung, in der Quantenphysik, in der Geologie, aber auch in anderen Bereichen der digitalen Märkte, in der Ökonomie. Fast alle Bereiche haben das als ein Schwerpunktthema und fordern damit die Universität heraus. Und gerade nochmal in dem Bereich der Digital Humanities, durch die Gründung 2009 des Cologne Center for E-Humanities, CCEH, war die Universität zu Köln sehr früh in diesem Bereich, auch in den, in den Humanities dabei. Und wir sind sehr stolz und beobachten das mit sehr großer Freude, dass das CCEH sich mittlerweile zu einem hochgradig anerkannten internationalen Zentrum entwickelt hat in den Digital Humanities und hoffen natürlich, dass diese Entwicklung auch in der Zukunft weitergeht. Wie gesagt, auch dieses Thema ist ein wichtiges Thema in den Geisteswissenschaften, in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Forschungsdaten, Forschungsergebnisse nachhaltig und vollständig für auch zukünftige Generationen zu dokumentieren, zu erhaltbar machen, verfügbar zu machen, ist eine starke Herausforderung an die Wissenschaft, aber auch an die begleiteten Strukturen, die das der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Und das Data Center for Humanities, DCH, an der Universität zu Köln, hat sich das als eine der Aufgaben genommen und bringt einen hervorragenden Service in sehr unterschiedlichen Bereichen an der Universität, um das zu machen, sei es eben in der Archivierung von aussterbenden Sprachen, um das für die Nachwelt zu haben. In der Rekonstruktion, das wurde entwickelt, auf sehr unterschiedlichen Bereichen. Und das ist was, was wir natürlich auch mit großer Freude beobachten und sehr interessiert sind, diese Entwicklung auch verstärkt an der Universität zu haben. Sie werden sich mit all diesen Themen und noch mit viel mehr und vor allen Dingen mit dem Thema Ihrer Tagung, das kritisch zu reflektieren, in den nächsten Tagen auseinandersetzen. Was zeichnet eine kritisch betriebene digitale Wissenschaft aus? Was ist ihre gesellschaftliche Relevanz? Inwiefern stellt die Digitalisierung der Wissenschaft einen wissenschaftlichen Fortschritt dar, um nur einige dieser Themen zu benennen? Ich darf Ihnen von Seiten der Hochschulleitung danken, dass Sie hier sind. Ich darf Ihnen sehr anregende Zeiten wünschen in der Zeit in Köln. Ich habe gehört, Sie werden das nicht nur hier in den Hörsälen verbringen, sondern haben auch noch Gelegenheit, etwas von der Stadt zu sehen hier. Ich wünsche Ihnen eine ganz anregende Tagung
Ja, hoffe, Sie haben eine angenehme Erfahrung hier in Köln und wir können Sie bei irgendeiner anderen Gelegenheit dann wieder nochmal begrüßen. Herzlichen Dank. Sie dürfen. Danke sehr. Das ist der Test, ob dieses Mikrofon auch trägt. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Jetzt steht hier vor Ihnen das Gesicht, das Sie bisher nur per E-Mail gesehen haben, die meisten von Ihnen. Ich kann mich ducken, falls jetzt doch noch Tomaten fliegen. Ich hatte die eigentlich total spannende Aufgabe, darüber zu wachen, dass die Auswahl des Programms etwas ist, das den Stand der digitalen Geisteswissenschaften in Deutschland angemessen repräsentiert. Das ist keine leichte Aufgabe. Ein Effekt dieser Aufgabe war, dass das, was wir jetzt eben an spannenden Dingen und absolut wichtigen Zugängen zu der Konferenz hier gehört haben, nämlich die Frage nach der kritischen Reflexion dessen, was wir da tun mit den Computern, dass die vielleicht manchmal gar nicht so stark zu tragen gekommen ist. Entschuldigung, Andreas. Ich finde das Thema sehr, sehr wichtig. Und die Lektüre der Gutachten und der Beiträge, die ich da so machen musste, hat mir eigentlich eins gezeigt, dass dieses Thema deshalb so wichtig ist, weil es fast jeder Beitrag schafft, egal worum es geht, es mit einzubeziehen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass kritisches Denken eine geisteswissenschaftliche Kompetenz ist, die grundsätzlich in unseren Genen, in unserer Wissenschaft angelegt sind und wir damit alles, was wir digital tun, immer kritisch reflektieren. Das freut mich. Ich muss vielleicht ganz kurz was sagen zu der Frage der Auswahl. Die Auswahl ist schwierig, klar, nichts Neues. Die Auswahl ist deshalb schwierig, weil man nicht einfach sagen kann, ich lese mir die Sachen durch und kann ausscheiden, was nicht zu digitalen Geisteswissenschaften gehört, wie man das bei vielen anderen Tagungen tun kann. Das sind ganz, ganz wenige gewesen, wo irgendwie bei den Gutachten offensichtlich wurde, hier versteht jemand etwas unter digitalen Geisteswissenschaften, was wir nicht darunter verstehen. Es ist eigentlich tragisch, dass wir die nicht trotzdem haben einladen können, weil die eigentlich umso mehr uns hätten lehren können, was man auch darunter verstehen kann. Wir haben stattdessen versucht, etwas anderes zu tun. Wir haben stattdessen versucht, uns zu sagen, die digitalen Geisteswissenschaften gibt es jetzt seit so lange, dem Namen nach seit 10 Jahren, der Sache nach seit 60 Jahren, dass wir die Institutionalisierung, die dieses Fach erlebt, dass wir der ein bisschen Gestalt geben wollen und deshalb daran arbeiten, dass diese Konferenz schafft, beides zu sein. Einerseits das große Jamboree, das große Treffen, das große Fest derjenigen, die sich für das Thema interessieren, die sich sehen, miteinander plaudern können, die miteinander trinken können, die miteinander diskutieren können, aber gleichzeitig auch ein Ort ist, wo das, was hier präsentiert wird, demonstriert, was wir im letzten Jahr erforscht haben, was Neues passiert ist, was an Erkenntnissen worden ist. Und da ist dann manchmal vielleicht der eine oder andere etwas enttäuscht, weil er eine gute Idee hatte, aber wir nicht sahen in den Beiträgen oder die Gutachter nicht sahen, dass es schon erforscht ist, sondern vielleicht erst erforscht werden muss. Vielleicht sollten wir eines Tages mal eine Nebenkonferenz aufmachen, wo wir nur die Beiträge einbringen, die sagen, ich würde gerne in der Zukunft erforschen, bitte, ich möchte es gerne vorstellen. So, das hoffentlich verschafft denjenigen, die angenommen worden sind, ein gutes Gefühl und denjenigen, die abgelehnt worden sind, nicht das Gefühl, sie seien irgendwie missachtet. Ich bin schwer beeindruckt, dass eine Tagung, die 66 Vorträge hat, 600 Teilnehmer anzieht. Auf jeden Vortragenden 10 Zuhörer. Ich kenne genügend Tagungen, wo die Zahl der Vortragenden und Zuhörer identisch ist. Das Ganze ist eine gemeinschaftliche Arbeit, so eine Tagung zu organisieren.
Und die Menschen mit den gelben Bändern sind diejenigen, die eigentlich das überhaupt erst ins Leben bringen. Was für den Inhalt angeht, für das Programm, kann ich mich zum Glück ein bisschen verstecken hinter den lieben Menschen, die es mir leicht gemacht haben, Chair eines Programmkomitees zu sein. Hinter Mareike König, hinter Claudine Moulin, hinter Lisa Diekmann, hinter Petra Gehring, hinter Anne Bayot, hinter Christoph Schöch, hinter Lars Wienecke, hinter den drei Andreasen, Henrich, Münzmai und Witt, hinter Peter Gietz, hinter Walter Scholger, die als Gruppe agiert haben. Und das ist eine Erfahrung, die ich sehr gerne habe. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr mir geholfen habt in diesem Programmkomitee. Ich habe jetzt Namen aufgelistet und das ist eigentlich ein bisschen ungerecht, weil ich natürlich mich auch verstecken kann hinter 101 Gutachtern. Die lese ich jetzt nicht vor. Aber definitiv sind die wichtig und sie sind genau die Personen, die dafür sorgen, dass das, was wir an Programm zusammenstellen, nicht nur die Privatmeinung eines Menschen, der eine gute Idee für ein Thema hat und einer kleinen Gruppe eines Programmkomitees, die glaubt zu wissen, was gerade abläuft, sondern dass wir es untereinander sind, die wir untereinander drauf nachlesen, was wir da so tun und gucken, was daran jetzt irgendwie ein Fortschritt ist und was wichtig ist. Trotz allem muss ich unbedingt schließen, dass, wenn ich mich bedanken muss, ich eigentlich mich nur bei einer einzigen Gruppe bedanken sollte, bei den vielen Autoren, die sich die Mühe gemacht haben, was auszudenken und die hier jetzt dann vortragen werden und mitdiskutieren werden. Vielen Dank euch allen. Ja, sehr geehrte Frau Prorektorin Rockenbach, sehr geehrter Herr Kollege Speer, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Freude, im Namen des Vorstandes des Verbandes, ich sage immer noch DHD, Deutsche Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, zu unserer fünften internationalen Jahrestagung hier in Köln zu begrüßen. Unser Verband wurde vor fast 6 Jahren ins Leben gerufen und hat sich seitdem, genauso wie die Disziplin, die er vertritt, mit hohem Tempo und großer Energieentfaltung entwickelt. Mit Freude blicken wir mittlerweile auf mehr als 320 Teilnehmern aus allen deutschsprachigen Ländern sowie darüber hinaus. Die heute eröffnete Tagung bricht mit mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern alle Rekorde und dies allein zeugt schon von einem lebendigen Mikrokosmos, in dem der kollegiale Austausch, neue Methodologien und Synergien über die Einzeldisziplinen hinweg auf dem Hintergrund neuer digitalen Technologien diskutiert und erprobt werden. Insbesondere gilt dabei unser Augenmerk der Diversität, dem interdisziplinären Dialog, dem wissenschaftlichen Nachwuchs, denn für den bauen wir die Infrastrukturen heute mit Ihnen zusammen, die Sie morgen dann auch benutzen werden, aber auch allen anderen Disziplinen, die mit uns zusammen an Fragen der Geisteswissenschaften arbeiten. Nach den Tagungen Digital Humanities methodischen Brückenschlag oder feindliche Übernahme, das war unsere erste Tagung in Passau 2014, dann von Daten zu Erkenntnissen, digitale Geisteswissenschaften als Mittler zwischen Information und Interpretation 2015 in Graz, dann anschließend Modellierung, Vernetzung, Visualisierung, die Digital Humanities als fachübergreifendes Forschungsparadigma in Leipzig 2016 und dann digitale Nachhaltigkeit, ich glaube, dann hat es auch zu den Bechern geführt, letztes Jahr in Bern, wenden wir uns in diesem Jahr
eben wie schon erwähnt, dem Thema Kritik der digitalen Vernunft. Ja, was hätte Kant, wenn er heute leben würde und mit einem Computer und einem Internetzugang ausgestattet wäre, gedacht? Ja, was auf dem ersten Blick vielleicht verspielt oder sehr mutig als Tagungstitel klingt, erweist sich beim zweiten Hinsehen als äußerst timely, würden man im Englisch sagen, und aber auch als lebenswichtig. Bei aller Begeisterung für das Digitale und dessen wissenschaftlichen Möglichkeiten müssen wir uns auch kritisch und auch selbstkritisch mit dem Phänomen der Digitalität, ja der Conditio Digitalis, gegenüberstellen. Da könnte man jetzt auch denken, was hat Descartes, hätte er gemacht, wenn er einen Computer besessen hätte und einen Internetanschluss, oder vielleicht Jean-Paul Sartre oder Simone de Beauvoir. Ja, wir müssen hier Verantwortung übernehmen, denn wer anders sollte dies tun, wenn nicht wir, die wir mit digitalen Methoden arbeiten. Und es geht nicht nur um die digitalen Methoden in unserer Wissenschaft, sondern überhaupt um diese Conditio Digitalis, die Nicholas Negroponte, der Gründer des MIT, so schön in seinem Buch Anfang der 90er Jahre bereits definiert hat. Es wird sogar eine der zentralen Anforderungen und Herausforderungen sein, die in den kommenden Jahren auf uns Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern zukommen wird, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Aber das betrifft nicht nur die Wissenschaften und die Digital Humanities, sondern auch unseren alltäglichen Umgang mit dem Digitalen. Gerade die Geisteswissenschaften sind hier gefordert. Das vielfach postulierte Bild einer digitalen Vernunft zu hinterfragen und in seinen Konturen zu verändern, zu schärfen und oder zu erproben. Ferner, und das ist, glaube ich, auch wichtig, sollten wir dabei auch nicht das Unvernünftige aus den Augen verlieren und dessen durchaus positive, fördernde Kräfte eben auch ins Augenschein nehmen. Auch hiermit spielt das Tagungsthema mehr oder weniger versteckt und bietet zuweilen auch in den kommenden Tagen bzw. Abenden Formate an, bei denen es eventuell gar nicht unbedingt nur vernünftig, aber umso produktiver und kreativer zugehen wird. Meine Dankesworte gehen an die Universität Köln und deren Rektor, Herrn Professor Dr. Axel Freimuth, und an die Frau Prorektorin Professor Dr. Rockenbach, an die Dekanin der Philosophischen Fakultät Frau Professor Dr. Monika Schausten sowie insbesondere an Herrn Professor Dr. Andreas Speer und sein wunderbares Festkomitee, die die Tagung mit Professionalität, Geduld und langem Atem geplant und alles bis ins Detail organisiert haben. Die Auswahl des Programms, wir haben es gehört, mitsamt den Sektionen, Panels und Vorträgen, für die wir weit mehr Anmeldungen hatten, als wir annehmen konnten, oblag einem unabhängigen Programmkomitee unter Führung unseres Grazer Kollegen, Herrn Professor Dr. Georg Vogler, dir, Georg, und den Mitgliedern des Komitees sowie allen Reviewerinnen und Reviewern sei herzlich für die professionelle Bewältigung der Evaluationen eben gedankt. Ferner müssen wir und sollen und freuen uns auch allen zu danken, die die Tagung unterstützt haben, neben der Universität Köln und ihrer großzügigen Gastfreundschaft gebührt unser Dank der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Gerda Henkel Stiftung, den Initiativen Clarin und Daria sowie alle Sponsoren und Sponsoren, die Sachspenden, Reisestipendien und Preise zur Verfügung gestellt haben. Gestatten Sie mir noch zum Schluss nochmals darauf hinzuweisen, dass wir Sie gern einladen,
möchten, falls Sie es noch nicht sind, Mitglied in DHD zu werden. Es ist ganz einfach. Es geht online auf unserer Homepage. Mir bleibt Ihnen und uns allen eine wunderbare und geistig anregende, aber nicht immer allzu streng vernünftige Tagung zu wünschen, mit regen Diskussionen, neuen Plänen und fächerübergreifendem Austausch. Ich freue mich sehr auf die nächsten Tage in Köln und sage Ihnen alle merci. Und vor allem Frau Krämer. Ich habe die Freude und die Ehre, Sie kurz einzuführen. Das gehört sich so, dass die Keynote am Anfang und am Ende ja nicht einfach sozusagen so stattfindet, sondern wir wollen unsere Gäste, die wir eingeladen haben, natürlich auch begrüßen. Ich freue mich insbesondere, Frau Professor Sibylle Krämer aus Berlin begrüßen zu können. Nicht nur, weil wir sozusagen Partner in unserem Fach sind, als Philosophin sind Sie dort seit 1989 an der Freien Universität und Sie haben sie trotz vieler Rufe nie verlassen. Also Sie sind sozusagen Berlin und Ihrem Ort treu geblieben und haben Rufe nach Hannover und Wien abgelehnt und gleichwohl sind Sie zu Gastprofessuren ausgeschwärmt nach Zürich, Luzern, Graz, Wien und so weiter, an das Balliol College in Oxford. Sie waren am Internationalen Forschungsinstitut für Kulturwissenschaften in Wien tätig. Darüber hinaus in den letzten Jahren viele Senior Fellowships an internationalen Forschungskollegien und Instituten in Wien, in Weimar eben in Lüneburg, dort in der DFG-Kollegforschergruppe Kulturen und Computersimulation. Das führt schon ein wenig zu den Besonderheiten, zu den vielen Interessen, die Frau Krämer von Anfang an entwickelt hat. Ihre Forschungsschwerpunkte, sagen der Startpunkt, sind der Rationalismus des 17. Jahrhunderts, insbesondere René Descartes und Gottfried Wilhelm Leibniz. Dann Erkenntnistheorie, Theorie des Geistes und des Bewusstseins, Sprach- und Medienphilosophie unter besonderer Berücksichtigung auch von Stimme, Schrift, Karte und Diagramm, symbolische Maschinen, Computer, Kulturtechniken und ihre Formalisierung. Und das zeigt sich auch eben in den Schriften, in Zusammenarbeiten, auch in interdisziplinären Zusammenarbeiten mit kulturwissenschaftlichen und medienwissenschaftlichen Forschergruppen und Forschungsinstitutionen, aber eben auch in ihren Publikationen. Ich nenne nur einige Bücher, etwa das neueste Medium Bote und Übertragung, eine kleine Metaphysik der Medialität, ist 2008 erschienen und dann auch ins Japanische und ins Englische übersetzt worden. Sprache, Sprechakt, Kommunikation zur sprachtheoretischen Position des 20. Jahrhunderts oder berechenbare Vernunft, Kalkül und Rationalismus des 17. Jahrhunderts. Ich würde sagen, alles Weitere, wir sind ja digital vernetzt, finden Sie auf der wunderschönen Homepage von Frau Krämer. Und ich glaube, wir wollen Sie viel lieber selbst hören, als dass Sie mich über Sie etwas sagen lassen. Herzlichen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben und dass Sie gekommen sind. So, ich werde meinen Vortrag heute Abend frei halten. Es gibt ein Thesenpapier, das liegt vor der Türe, falls Sie es noch nicht haben. Ich werde auch in meiner Gedankenfolge mich an diesen 8 Thesen, die es enthält, orientieren. Aber wie gesagt, ich versuche frei zu sprechen. Es gibt auch ein paar Slides. So. Ich begrüße Sie ganz herzlich, bedanke mich noch herzlicher für die Einladung, die mir eine wirklich große Ehre ist. Das Thema des Computers, der Digitalität, beschäftigt mich fast von Anbeginn. Können Sie mich hören? Ist das okay mit der Lautstärke? Ich denke ja. Ne? Ja, das richten wir jetzt mal alles. Mal schauen. Wo ist das denn? Oh, ist mir irgendwie abhanden gekommen. Das Mikrofon.
Ja, ich suche es. Wo ist es? Ah, jetzt geht es jetzt besser? Jetzt ist gut? Prima. So. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über das weite Feld, das wir heute Abend zusammen durchschreiten werden. Es sind genau 8 verschiedene Gesichtspunkte. Ich beginne damit, dass ich noch einmal die Frage stellen werde, was heißt überhaupt Kritik der digitalen Vernunft? Ich will dann einen Unterschied erläutern zwischen der Kulturtechnik digitaler Literalität und den Digital Humanities als eine geisteswissenschaftliche Teildisziplin. Es gibt dann einen 4. Überlegungszusammenhang, wieder die Verabsolutierung von Interpretation und Hermeneutik. Ich möchte dann noch einmal die Frage stellen und zumindest kurz zu beantworten versuchen, wozu die Geisteswissenschaften. Es geht dann weiter im 6. Schritt Digitalität als symbolische Form, angelegt in der alphabetischen Literalität, Fragezeichen. Schließlich komme ich zur Neuakzentuierung der Geisteswissenschaften wohlgemerkt durch den Stachel des Digitalen. Und dann als letztes die Frage, auf die ich überhaupt erst gestoßen bin, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe. Und das wäre die Frage, digitale Aufklärung als Transformation der neuzeitlichen Aufklärung. Gut, Sie sehen, es ist ein ziemlich weites Programm. Wir versuchen, dass wir das schaffen. Ich beginne, wie nicht anders zu erwarten, natürlich mit Kant, aber keine Angst, es ist keine Kant-Exegese, sondern es gibt zweierlei, das mir wichtig ist, wenn ich Sie auf diese Analogie hinweise zwischen Kants Kritik der reinen Vernunft und dieser Tagung. Der erste Gesichtspunkt ist ein relativ einfacher. Ich möchte Sie noch einmal auf die Etymologie des Wortes Kritik im Griechischen, im Altgriechischen verweisen. Eine Etymologie, die auch Kant bewusst war. Und mir geht es jetzt darum, dass Sie sehen, ursprünglich heißt Krinein sowohl sichten und sortieren, dann auch unterscheiden, an zweiter Stelle beurteilen und dann erst an dritter Stelle vielleicht auch verurteilen. Und dieser Dreischritt, dass das Diskriminieren, also das Unterscheiden, das Beurteilen, das Kritisieren und Verurteilen, zeigt, dass im Grunde genommen unser Begriff von Kritik eine gewisse Engführung erfahren hat. Sagen wir mal nur auf den letzten Schritt, der darin besteht, etwas kritisch zu beurteilen. Aber ich möchte explizit daran erinnern, dass Kritisieren ursprünglich heißt, unterscheiden zu können. Das nächste, was mir wichtig ist, über Kant zu sagen, und das ist tatsächlich mir in gewisser Weise ein wesentliches Anliegen. Das ist der Umstand, dass Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft versucht hat, eine Grenzziehung zu vollziehen zwischen dem, was wir, sei es als erfahrungswissenschaftliche Erkenntnis oder als a priorische Erkenntnis, jedenfalls zwischen dem, worüber wir überhaupt nur objektiv urteilen können und jenen Gegenständen, über die wir niemals, so Kant, würden wissenschaftlich urteilen könnten. Es war eine Grenzziehung zwischen Wissen und Glauben, die Kant vollzog. Und er hat das gemacht, und das ist jetzt der wichtige Punkt, im Bestreben, Aufklärungsphilosophie zu betreiben. Im Grunde genommen also an den Mut zu appellieren, den wir haben müssen, uns der eigenen Kräfte, des eigenen
Verstandes zu bedienen. Und ich glaube, dieser Zusammenhang von Kritik und Aufklärung, der ist das, was mir zumindest immens wichtig ist, was mir auch in gewisser Weise erst in der Arbeit an diesem Vortrag klar geworden ist und worin mir plötzlich auch die Vision gekommen ist oder sich entwickelt hat, dass sollte es nötig sein, die neuzeitliche Aufklärung in eine neue Form zu überführen, die die digitale Aufklärung impliziert, dann wäre das genau vielleicht ein Ergebnis dieser Tagung zur Kritik der digitalen Vernunft. Es wäre aber auf jeden Fall eine Aufgabe, zu der auch die Digital Humanities beizutragen haben. Jetzt vergessen wir Kant bis ganz zum Schluss, da komme ich nochmal auf ihn zurück und ich komme jetzt zu diesem ersten wichtigen Punkt, es knarrt immer so hier, zu dem ersten wichtigen Punkt, der in der Frage besteht, was heißt eigentlich Kritik der digitalen Vernunft? Jetzt geht es um Grammatik, machen Sie sich klar, dass dieser Ausdruck ambivalent ist. Er heißt einerseits, und so würden wir ihn alle spontan verstehen, Kritik an der digitalen Vernunft. So hat es mein Kollege Vogler jetzt auch entwickelt. Das ist das gewöhnliche Verständnis, das wir mit einem solchen Titel verbinden würden. Grammatisch aber ist natürlich auch der Genitiv Subjektivus möglich. Da ist die digitale Vernunft nicht Objekt der Kritik, sondern da ist digitale Vernunft Subjekt der Kritik. Und ich möchte gerne, dass dieser zweite, aber eher unerwartete Sinn des Themas Kritik der digitalen Vernunft tatsächlich so verstanden wird. Und ich möchte das heute Abend ausprobieren, auch wenn ich jetzt vielleicht diejenigen enttäusche, die von mir nun wirklich eine Kritik an der digitalen Vernunft erhofft und erwartet haben. Ich möchte in meinem Vortrag heute Abend diese andere Perspektive einnehmen. Es geht um die Überlegung, ob es sein könnte, dass die Praktiken der Digital Humanities in ihrem Vollzug und in ihrer Selbstreflexion etwas zutage fördern, etwas explizit und manifest machen, was als implizite, verschwiegene Voraussetzung, ich würde jetzt sogar mal polemisch sagen, was als blinder Fleck, was vielleicht als verdrängter Punkt der gewöhnlichen Geisteswissenschaften anzusehen wären. Das ist genau die Hypothese, die natürlich wie alle wichtigen Ideen nicht einfach nur aus meinem eigenen Hirn entsprungen ist, sondern ich gebe Ihnen hier von Joanna Trucker ein Zitat, mit der ich sonst nicht in allem übereinstimme, ist ganz klar, aber ich finde dieses Zitat, ich will es jetzt nicht noch einmal lesen, sehr instruktiv. Denn sie sagt genau dies, die Digital Humanities, ich wiederhole das nochmal, das ist übrigens auch eine Definition von Geist, wie ich meine, machen etwas explizit, was in den Praktiken der gewöhnlichen Geisteswissenschaften oder der Humanities implizit, latent, unausgesprochen bleibt. Und ich frage mich heute Abend, sozusagen mit Ihnen, was ist das, diese blinden Flecken, dieses unausgesprochene Erbe der gewöhnlichen Geisteswissenschaften? So, damit wäre ich, ich sollte natürlich eins noch sagen, es ist doch immer gut, dann auch immer was auf den Zettel geschrieben zu haben. Natürlich ist das kein Automatismus, dass Sie Digital Humanities etwas explizit machen können, was in den Geisteswissenschaften implizit bleibt, sondern das setzt natürlich voraus, dass die Digital Humanities sich tatsächlich als eine geisteswissenschaftliche Teildisziplin in ihren jeweiligen Fächern zumindest verstehen. Also noch einmal, das explizit machen des Verschwiegenen der Geisteswissenschaften geschieht natürlich nicht automatisch, sondern setzt einen selbst
selbstreflexives Perspektive, einen selbstreflexiven Standpunkt innerhalb der Digital Humanities voraus. So, das war die erste These. Ich komme jetzt zur zweiten. Wenn ich mich umschaue unter meinen Kollegen, unter denen, mit denen ich normalerweise Tag für Tag zu tun habe, so kann es überhaupt keinen Zweifel daran geben, dass die meisten Geisteswissenschaftler, und da täuscht ihre Menge, die hier heute Abend versammelt sind, nicht darüber hinweg, dass die meisten Geisteswissenschaftler analog unterwegs sind, um es im Jargon zu sagen. Aber natürlich heißt das unter heutigen Bedingungen, man kommuniziert mit E-Mails, man kollaboriert über Dropbox oder ähnliche Plattformen, man skypt, man hat Texte digital vorliegen und so weiter und so fort. Das und nichtsdestotrotz, das sind nicht Digital Humanities. Ich komme noch zu einem späteren Zeitpunkt dazu, genauer zu explizieren, was ich unter den digitalen Geisteswissenschaften verstehe. In diesem zweiten Gesichtspunkt meiner acht geht es mir nur um das Folgende. Es gibt, wie ich meine, einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen der Kulturtechnik digitaler Literalität, so möchte ich das mal bezeichnen, von der, klar, der Literalität, Oralität, Literalität, und jetzt würde ich von der, nochmal zu sagen, der Kulturtechnik digitaler Literalität sprechen, und den Digital Humanities. Die zur Kulturtechnik, das wäre natürlich ein wunderbarer eigener Vortrag, ich muss mir das jetzt verkneifen, aber der Begriff der Kulturtechnik versucht, die überkommene Dichotomie zwischen der Zivilisation und der Kultur, zwischen dem Technischen und der Arbeit und dem Symbolischen und der Interpretation und so weiter und so fort, versucht, diese überkommene Dichotomie dazu querzudenken. Was immer Geisteswissenschaftler tun, wenn sie Bilder interpretieren, Texte bearbeiten, Materialien sichern, was immer Geisteswissenschaftler tun, ist in bestimmter Weise technisch mediatisiert. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, im Grunde genommen rennt das ja offene Türen bei Ihnen allen, zumindest hier im Raum Versammelten, ein. Mir geht es aber darum, dass diese Kulturtechnik digitaler Literalität etwas ist, das sich aus der alphanumerischen Kulturtechnik herausentwickelt hat. Das heißt, und das wird ein wichtiges späteres Argument, bereits in dem alphanumerischen Textraum ist etwas enthalten, das mit einer gewissen oder auch notwendigen Folgerichtigkeit hin zum Digitalen drängt. Doch wie auch immer, ob als Transformation oder nur als eine Fortsetzung und Verstärkung, mir geht es, um es nochmal zu sagen, jetzt darum, dass wir diese Kulturtechnik digitaler Literalität nicht verwechseln mit den Digital Humanities. Insofern also genügt es mir nicht, bei den Digital Humanities nur von digitalen Komponenten zu sprechen, sondern ich würde sagen, die digitalen Geisteswissenschaften brauchen schon einen stärkeren Begriff davon, was sie sind. Und dass die Kulturtechnik digitaler Literalität eine große Rolle spielt, sagt zuerst noch mal überhaupt nichts über das Selbstverständnis der Geisteswissenschaftler aus, die, um es noch mal zu sagen, meistens immer und immer noch analog unterwegs sind. Die spannende Frage ist natürlich, was bedeutet jetzt, wenn ich jetzt relativ kurz ausgeführt habe, was ich unter dieser Kulturtechnik verstehe, was bedeutet eigentlich Digital Humanities? Und obwohl ich weiß, wie komplex diese Frage ist, obwohl ich weiß, wie umstritten dieses Feld ist, würde ich mich dennoch sozusagen vorwagen und möchte Ihnen jetzt gerne vier Kriterien nennen, von denen ich sagen würde,
diese vier Kriterien müssen in der einen oder anderen Weise, in dem einen oder anderen Mischungsverhältnis zusammenspielen, damit so etwas entsteht wie die digitalen Geisteswissenschaften. Ich komme jetzt zu diesen vier Kriterien. Das erste Kriterium, ich werde gleich auch jeweils kurz dazu etwas ausführen, ist die Verdatung der Gegenstände. Was das auch immer heißt, ist aber eine ganz zentrale Bedingung und die ist noch nicht mit Textualität gegeben. Dann möchte ich den Unterschied von datenbasierten und datengeleiteten Forschungsverfahren als ein weiteres quasi definierendes Kriterium der Digitals. So dann die operative Visualisierung der Ergebnisse und dann schließlich auch den Neuigkeitswert der Erkenntnisse. Also es reicht nicht einfach mit anderen Methoden und neuen Mitteln alte Erkenntnisse zu entfalten, sondern ich glaube, dieses Telos, es muss auch etwas Überraschendes und Neues durch die Digital Humanities entstehen, ist ein sehr wesentliches. Obwohl ich selbstverständlich weiß, wissenschaftshistorisch, jedes Mal, wenn sich eine neue Wissenschaft entwickelt hat, ist auch die Rolle, die es dabei spielt, die Instrumente, Verfahren und Werkzeuge weiterzuentwickeln, natürlich von originär wichtiger Relevanz. Nichtsdestotrotz auch an dem Neuigkeitswert würde ich festhalten. So, ich will jetzt ganz kurz etwas zu diesen vier Gesichtspunkten sagen. Verdatung. Wie ich schon sagte, Textualität genügt nicht. Ich werde an späterer Stelle nochmal sagen, warum gerade die alphabetische Schrift ein Prototyp des Digitalen ist. Ja, das ist sie. Aber wenn man mit den Methoden der Digital Humanities seine Gegenstände bearbeiten will, reicht es normalerweise nicht, den Text einzuscannen. So will ich es jetzt mal ganz lapidar sagen, wohl wissend, dass es jetzt beliebige Abschattierungen gibt. Das, worauf es mir ankommt, ist, in dem Augenblick, wo ich einen Text kodiere, in einer Form, die in diesem Stadium sowohl von Menschen wie auch noch von Maschinen lesbar ist, in dem Augenblick verändert sich der Gegenstand des Textes. Und das ist der Punkt, den ich ausdrücken möchte mit dieser Verdatung. Ich könnte es auch so ausdrücken, das epistemische Objekt, um das es in der Forschung geht, verändert sich in dem Augenblick, wo ein Text in ein Format, in einen Repräsentationsmodus überführt wird, der im Prinzip von einer Maschine zu bearbeiten ist. Ich meine, Sie kennen viel besser als ich selber, Christoph Schöch hat ja dazu auch sehr viel und sehr Interessantes geschrieben, nur als eines der wichtigsten, die Markup Languages, diese Text-Encoding-Initiative, ich sage ja, da hieße das Eulen nach Athen zu tragen. Aber Sie müssen sich jetzt noch einmal klar machen, was bedeutet es, einen Text in dieser Markabsprache, also in dieser Weise zu transformieren. Zuerst mal merkt man daran auf eine völlig prototypische Weise, was es heißt, dass die Digitals, so sage ich das jetzt mal, statt immer noch Humanities, etwas explizit machen, was bei uns implizit ist. Wenn wir ein Gedicht sehen, um wirklich an einem Trivialbeispiel das klar zu machen, ist es für uns völlig selbstverständlich, dass wir natürlich die Überschrift des Gedichts, den Namen des Gedichts, den Namen des Autors und so weiter trennen im Schriftbild und das auch verstehen von den Gedichtzeilen. Also der Textkorpus und die Metadaten und so weiter werden bei uns automatisch in der Lektürepraxis von Poesie und Prosa, kommen die automatisch zur Anwendung. In dem Moment, wo ich es maschinenlesbar machen muss, beginne ich Implikationen, die mit der logischen und natürlich auch grammatischen Struktur des Textes zu tun haben, explizit zu machen. Ich kann zwischen dem Body des Textes und dem Head und den Überschriften und gut, ich will das gar nicht weiter ausführen, denn wie gesagt, praktisch werden Sie das in viel perfekterer Weise schon in Ihren eigenen Praktiken beherrschen.
Also der Punkt, auf den es mir ankommt, ist noch einmal, das epistemische Objekt wird durch Kodierung verändert. Der Text wird nicht einfach nur übersetzt in eine andere Form von Textualität, obwohl das wird er auch. Der Witz ist, dass diese Übersetzung eine Transformation des Objektes ist und dass in dieser Transformation, in dem neuen Objekt, das da entsteht, die impliziten Voraussetzungen des Textes explizit gemacht werden. Soweit also zu dieser Frage der Verdatung. Man könnte auch sagen, aus Texten werden Textstücke. Ich komme noch später darauf, dass das Prinzip der Digitalisierung ist, die Zerlegung eines Kontinuums. Und obwohl natürlich auch ein Text nicht einfach ein Kontinuum ist, kann man es in ihrer im Prinzip linearen Fortsetzbarkeit auch einen Text als ein Kontinuum ansehen, der aber in dem Augenblick, wo ich diesen Text in maschinenlesbare Form übersetze, bedeutet, dass dieses Kontinuum in diskrete und auch diskret zu behandelbare Einzelstücke aufgespalten wird. Also noch einmal, an die Stelle des Textes tritt eine Vielzahl, ja, dann auch durch das arbiträr rekombinierbare, abzählbarer und so weiter Textstellen oder Textstücke. Das ist also der Witz der Verdatung. Das nächste ist, das ist ja eine, nur Bubenhofer und Charlotte haben, das finde ich, diesen Unterschied sehr schön gemacht. Das nächste, was erfüllt sein muss, damit es überhaupt um Digital Humanities geht, ist natürlich, dass die Forschungsmethoden datengeleitet oder datengetrieben sind. Auf Bubenhofer geht diese Idee zurück zwischen Daten, also datenbasiert, entschuldigen Sie, ich habe das eben nicht richtig, datenbasiert und datengeleitet, das ist der Unterschied. Datenbasiert wäre die Idee, das wäre eine Frühform der Digital Humanities, ich habe ein Korpus, der digitalisiert vorliegt, ich habe eine Hypothese, die unabhängig der digitalen Form gewonnen ist und ich überprüfe diese Hypothese jetzt mithilfe algorithmischer Rechnerkapazitäten. Das wäre datenbasiertes Vorgehen. Aber die Folgezeit wird so aussehen, dass es um ein datengetriebenes, datengeleitetes Forschungsdesign geht. Und in diesem Falle existiert die Hypothese nicht unabhängig der Digitalisierung und der digitalen Form, sondern wird etwas, Bubenhofer und Charlotte benutzen sogar den Begriff des Induktiven dafür. Ich bin da vorsichtig, aber die Hypothese wird zu etwas, das erst aus der Arbeit an dem digitalisierten Korpus als Forschungshypothese überhaupt erst entspringt. Doch wie auch immer man jetzt diesen Unterschied von datenbasiert und datengetriebenen Forschungsverfahren ansehen mag. Auf jeden Fall ist die Conditio sine qua non, damit es sich um digitale Geisteswissenschaften handelt, selbstverständlich die Algorithmik, der Einsatz algorithmischer Rechenkapazität. So, dann möchte ich als dritte, wie hier ablesbar, als eine dritte Bedingung der Digitalisierung die Visualisierung nennen. Wir kommen darauf noch zurück, aber eines ist dabei wirklich wichtig. Normalerweise sagt man, dass die Situation so ist, dass die datengetriebenen Ergebnisse der Digital Humanities nicht mehr von Menschenaugen überhaupt zu überblicken, zu rekonstruieren und zu interpretieren sind. Dass also die Visualisierung eine notwendige und unabdingbare Stufe bildet, um überhaupt zu Forschungsergebnissen zu kommen. Und die Frage ist jetzt natürlich, was ist die Rolle solcher Visualisierungspraktiken? Ich habe Ihnen ein völlig einfaches und triviales Beispiel einfach aus dem Netz genommen. Das ist auch sozusagen als Slide nicht sehr deutlich, aber man kann sich das leicht klar machen. Also wenn wir uns vorstellen, dass
als Ergebnis der digitalen Methoden unübersehbar lange Listen numerischer Werte entstehen, dann bedeutet zum Beispiel die Frage, also wie oft kommt die Ziffer 6 in dieser Liste vor? Sie wird in dem unteren Teil, sehen Sie, wird sie durch rote Einkreisung, wird durch farbliche Differenz das Vorkommen der Ziffer 6 visualisiert. Normalerweise wird man sagen, dass das ausschließlich eine Übersetzung ist, einer Struktur, einer vorhandenen Struktur in eine andere, also strukturbewahrende Visualisierung. Ich glaube aber, dass in dem Augenblick, wo wir sagen müssen, dass wir keinen Zugang mehr haben zu dieser Auflistung der numerischen Ergebnisse durch die Maschine, in dem Augenblick also, wo wir gezwungen sind, auf Visualisierungstechniken zurückzugreifen, um überhaupt Ergebnisse maschineller Art lesen zu können, dass in diesem Augenblick eben es tatsächlich so ist, dass die Visualisierung ein Prozess ist, bei dem die Ergebnisse nicht einfach nur illustriert, sondern tatsächlich auch überhaupt erst erzeugt werden. Es ist völlig klar, und damit wäre ich jetzt bei meiner nächsten Überlegung, dass der Geist, und ich renne hier, Sie alle, die Sie hier versammelt sind, werden diesen Blick nicht teilen. Aber es ist völlig klar, dass immer noch die Mehrheit der Geisteswissenschaften der Meinung ist, dass die Digital Humanities eine Art der Fremdenkolonialisierung durch positivistische Erkenntnismethoden bedeuten. Und ich denke auch, dass wir natürlich diese Furcht vor evidenzbasierter Kolonialisierung der Geisteswissenschaften seitens der traditionellen Geisteswissenschaften ernst zu nehmen haben. Dass wir uns aber an dieser Stelle, und ich versuche jetzt im mittleren Teil etwas schneller vorzugehen, uns noch einmal fragen müssen, was im Grunde genommen die Funktion der Geisteswissenschaften normalerweise ist. Und merkwürdigerweise kommt die übergroße Furcht vor der feindlichen Übernahme der statistisch arbeitenden Digital Humanities aus der Furcht, dass die Schlüsselkompetenz der Geisteswissenschaften, die in Interpretation und Hermeneutik basiert, dass diese Schlüsselkompetenz bedroht sei. Und deshalb finde ich es extrem wichtig, sich noch einmal klar zu werden, dass ja die Geisteswissenschaften eine Form der Disziplin, der fachwissenschaftlichen Disziplin sind, die immer schon dazu neigt, einen guten Teil ihrer Arbeit jenseits der Interpretation und jenseits der Hermeneutik anzusiedeln. Mir geht es also darum, dass wir nur dann, glaube ich, dem grundlegenden Befürchtungen der Geisteswissenschaften gegenüber den Digital Humanities nur dann entgegentreten können, wenn wir zugleich klar machen, dass die Verabsolutierung der Interpretationskompetenz als der und fast ausschließlichen Schlüsselkompetenz geisteswissenschaftlicher Arbeit, dass wir dieser Verabsolutierung entgegentreten müssen. Ich will Sie an einem einfachen Beispiel, auch wenn das, obwohl die Mathematik ist auch eine Geisteswissenschaft, ist es nicht eigentlich seltsam, dass Sie im Grunde genommen die Komplexität des Geistigen innerhalb einer Gesellschaft und innerhalb einer Wissenschaft daran ablesen können, wie viele Prozesse innerhalb des Alltags und der Wissenschaft auf eine Weise realisierbar sind, die gerade mit der Abstraktion des Geistigen, also mit dem Absehen von Interpretation und dem Absehen von Sinn zu tun haben? Ich meine, die Mathematik ist kein Rechnen. Nur ohne die Rechenkraft und Kapazität wäre die Mathematik nichts. Und wenn wir uns überlegen, was Rechnen jetzt nicht durch die Maschine, sondern was Rechnen als menschliche Arbeit bedeutet, so heißt das, dass wir extrem komplexe geistige Operationen,
auf eine Weise realisieren, die darin besteht, Zeichenmanipulationen eben nach algorithmisch aufbereiteten Regeln zu realisieren. Also der operative Umgang mit dem Symbolischen ist immer schon eine Tätigkeit, die der Evolution und der Entwicklung des Geistigen, wie ich meine, von Anbeginn immanent ist. Also die Maschinenlogik der algorithmischen Operationalisierung ist etwas, das im Gebrauch des numerischen Systems immer schon angelegt ist. Faktisch, und das ist wichtig, denke ich, zu betonen, gegenüber denjenigen, die die Interpretation zur Universalkompetenz der Geisteswissenschaften erklären, faktisch ist es so, dass Geisteswissenschaften stets mit einem Methodenquartett arbeiten, das durch, ist natürlich jetzt schwierig, das auf wirklich vier Methoden zu kondensieren, das aber, wie ich meine, durch vier verschiedene Arten von Verfahren gekennzeichnet ist. Wo immer Geisteswissenschaften tätig sind, ist es möglich und nötig, einerseits begrifflich explizierend vorzugehen, andererseits normativ konstituierend vorzugehen oder historisch narrativ oder eben natürlich empirisch explorativ. Überall, wo Geisteswissenschaftler arbeiten, wird es in der einen oder anderen Form zu einer Mixtur dieser vier ganz unterschiedlichen Verfahren kommen. Es ist also keineswegs so, dass etwa jetzt die Philosophie mit der begrifflichen Explikation, die Geschichtswissenschaft mit der historisch-narrativen Erklärung zu tun hat, sondern Fakt ist, dass alle Geisteswissenschaftler mindestens mit diesem Methodenquartett in der einen oder anderen Form zu tun haben und dass es mir wichtig erscheint, dass gegenüber dieser Idee, dass sozusagen die Hermeneutik zu dem absoluten Identifikationspol des Geisteswissenschaftler wird, demgegenüber die Pluralität geisteswissenschaftlicher Forschungsmethoden zu bestimmen. Und es ist an der Stelle wirklich nochmal wichtig zu erinnern, dass in keiner Weise Dilthey als Gründervater der Geisteswissenschaften dafür in die Verantwortung gestellt werden kann, dass er dazu geneigt hätte, die Hermeneutik als eine geisteswissenschaftliche Methodik zu verabsolutieren. Dilthey hat immer davon gesprochen, dass der Gegenstand der Geisteswissenschaften Lebensäußerungen sind. Das heißt also Äußerungen, nicht einfach nur das, was zu verstehen ist, sondern das, was zuerst einmal sich in materiellen Artefakten auch niederschlägt. Also insofern denke ich, dass wenn man jetzt noch einmal versuchte zu charakterisieren, was eigentlich macht die Spezifik jetzt geisteswissenschaftlicher Verfahren aus, so ist das stets ein Zyklus von Sammeln oder Suchen, von Sortieren und Benennen, von Vergleichen, Rekonstruieren und Theoretisieren. Und insofern ist es völlig klar, dass das, womit Geisteswissenschaftler zu tun haben, nicht einfach Geist ist und nicht einfach Interpretation ist, sondern in erster Linie ist es die Aufgabe der Geisteswissenschaften, die Materialitäten, die als Lebensäußerung menschlicher Praxis und auch Theorie entstehen, tatsächlich zu sichten, zu bewahren und zugänglich zu machen. Und noch ein Gesichtspunkt zu dieser Frage des Methodenquartetts, das die Pluralität geisteswissenschaftlicher Forschungsansätze zeigt. Auf eine interessante Weise ist, oder triviale Weise ist klar, dass die Forschungsfrage jeweils dasjenige ist, was zur Auswahl und zur Spezifik dieser Methoden und der eingesetzten Verfahren beiträgt. Die Forschungsfrage ist es, die sozusagen bestimmt, in welcher Art und Weise wir, nach welchen Phänomenen wir schauen und nach welchen Methoden wir arbeiten. Etwas, das mich beschäftigt, ohne dass wir das jetzt an der Stelle klären können, ist, dass
in einer merkwürdigen Weise das Forensische, das natürlich in der Kriminalität und Kriminalitätsbekämpfung sehr früh zu einem Siegeszug des Digitalen geführt hat, dass ich vermute, dass diese Idee Spuren, die ja etwas Implizites sind, explizit zu machen und damit ein bestimmter forensischer Ansatz darin, Muster, die einer Situation implizit sind und die wir durch Analyse erst als Muster zutage zu fördern haben, dass dieses forensische Prinzip etwas zu sein scheint, das mit der Idee des Digitalen zutiefst verwoben ist. Ich habe hier noch einmal ein wichtiges Zitat aus der Denkschrift, der 1991 entstandenen Denkschrift über Geisteswissenschaften heute, das ich jetzt auch nicht mehr vorlesen will, aber es lohnt wirklich noch einmal daran zu erinnern, dass in gewisser Weise der deutsche Begriff der Geisteswissenschaften, wie ich meine, verglichen mit dem der Humanities, ein unglücklicher Begriff ist. Und vielleicht könnte es ja auch ein Vorteil der sogenannten Digital Humanities sein, dass sie tatsächlich durch ihre Bezugnahme auf den Humanities-Begriff in der Lage sind, die defizitären Ausrichtungen an den Idealisierungen des Geistes, die oft mit der Idee der Geisteswissenschaften einhergehen, zu überwinden. So, ich möchte jetzt noch einmal weitergehen, um jetzt zu der Frage zu kommen. Also jetzt gehen wir sozusagen über zu den, nachdem ich jetzt so relativ viel noch einmal zu den Geisteswissenschaften im Allgemeinen gesagt habe, geht es mir jetzt darum, um die These, dass bereits in dem alphanumerischen Textraum die Grundzüge des Digitalen angelegt sind. Und ich möchte diese Frage, wie kann das sein? Also der latente Anlage des Digitalen in dem literalen Textraum der Schrift möchte ich Ihnen gerne an drei verschiedenen Fragen klar machen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen müssen im Bereich der Digital Humanities. Es ist natürlich höchst umstritten, was heißt eigentlich digital? Aber ich möchte vorschlagen, dass es Sinn macht, den Begriff des Digitalen so zu verstehen, also prozessual zu verstehen. Das heißt, digital heißt zu digitalisieren und zu digitalisieren bedeutet wiederum etwas, das wir als kontinuierlich oder zumindest als linear ansehen, aufzuteilen und zwar in dem Sinne disjunkt und endlich differenziert aufzuteilen, dass man im Prinzip die entstandenen, diskreten Einheiten in neuer Weise zusammensetzen, zu kombinieren und zu rekombinieren kann. Digitalisierung, also um es nochmal zu sagen, ist eigentlich eine Perspektive, die ich einnehme. Es ist die Perspektive, die immer dann zum Zuge kommt, wenn ich etwas, das syntagmatisch, um es linguistisch zu sagen, zusammenhängt, das linear zusammenhängt, das als Kontinuum anzusehen ist, in diskrete Elemente, die dann als einzelne, in Anführungsstriche, frei kombinierbar sind. Wenn ich diese Perspektive einnehmen kann, das wäre die Perspektive des Digitalen, in meiner Sicht. Die andere Frage ist, halte ich ebenfalls für eine grundlegende. Und übrigens, ich bin mir natürlich völlig klar, dass die wenigen Ausführungen, die ich jeweils machen kann, also wirklich wie die Spitze eines Eisberges nur die konzeptuellen Probleme ansprechen. Aber jetzt zu der Frage, was ist eigentlich ein Datum? Wir sind gewohnt, unter den Bedingungen der Datenverarbeitung den Begriff des Datums als etwas irgendwie mit dem Computer Zusammenhängendes anzusehen. Aber ich meine, denken Sie an unser Tagesdatum, der 27.02.2018, den wir heute haben. Was ist da eigentlich ein Datum? Es ist völlig klar, dass ein Datum eigentlich etwas ist, das an eine Zeichenstruktur gebunden ist,
wie etwa der heutige Tag, die aber wiederum zur Information nur werden kann im Zusammenhang zum Beispiel jetzt unserer Kalenderpraktiken. Also nur im Horizont einer ganz bestimmten Art und Weise mit Zeit umzugehen, Zeit zu messen, Zeit zu kategorisieren, kann überhaupt so ein Datum wie der 27.02.2018 zu einer aussagehaltigen Information werden. Das heißt also, das Wesentliche an diesem Argument ist, dass es kein rohes Datum gibt, sondern dass das, was immer Datum ist, schon im Horizont einer Praxis ihre Bedeutung hat, die eben sozusagen von einem Zeichensystem ausgeht, innerhalb dessen das einzelne Zeichen oder die einzelne Zeichenkombination überhaupt erst ihre Bedeutung erhält. Also die wesentliche Stoßrichtung, weil mir das auch immer wieder auffällt, das ist so diese Idee, dass Daten ein Rohmaterial sind. Das hatten wir schon mal philosophisch im Empirismus, wo man dachte, Daten ist das, was meine Sinnesorgane von der Außenwelt rezeptiv aufnehmen. Aber ich halte es für ungemein wichtig, dass uns klar wird, dass diese Idee des rohen Datums fehlgeht. Ein Datum ist immer schon ein Eintrag im Kontext eines Systems, das wiederum durch Praktiken innerhalb einer Gesellschaft in der einen oder anderen Weise festgelegt ist. Und jetzt als Drittes, wie gesagt, das ist auch ein bisschen ironisch alles zu sehen, weil mir klar ist, dass das sind konzeptuelle Grundfragen, die in keiner Weise so ad hoc behandelt werden können. Aber vielleicht will ich damit auch einfach eine Diskussion anstoßen. Ich meine, mir geht es im Grunde genommen darum, klar zu machen, dass die Grundbegriffe, die mit Datenverarbeitung und in Digital zu tun haben, Grundbegriffe auch der alphabetischen Literalität sind. Und in dem Sinne überlegen Sie mal Datenbankprinzip. Es gibt, wenn man so will, wir kennen alle das Prinzip der Narration. Es gibt einen Anfang und ein Ende und eine Entwicklung dazwischen. Aber immer schon hat es zu diesem narrativen Ordnungsprinzip ein Ordnungsprinzip gegeben, das Wörterbücher zugrunde legt, allen Formen von Lexika, Handbücher, den Telefonbüchern und so weiter und so fort. Und das etwa darin besteht, nicht hierarchisch sozusagen ein Ordnungssystem des Wissens zu entwickeln. Und das aber ist das Prinzip der Datenbank. Und insofern ist an dieser Stelle mir nur wichtig, dass im Grunde genommen klar wird, dass unsere Geistesgeschichte vielleicht von ferne oder auch von nahem gemahntes Prinzip, Datenbankprinzip, immer schon eingesetzt hat, wenn es etwa darum ging, Lexika, Wörterbücher und so weiter zu entwickeln. Das Datenbankprinzip ist nichts, was überhaupt erst im Zusammenhang des Computereinsatzes zum Tragen kam. Wenn es jetzt aber darum geht, und das ist das, was ich an diesem Gesichtspunkt deutlich machen will, in der Kulturtechnik der alphabetischen, alphanumerischen Literalität zu zeigen, wie latent oder auch schon manifest sich Grundprinzipien der Digitalität zeigen, eben in der Art, was ein Datum ist, in der Art, was eine Datenbank ist, in der Art, was Digitalisieren heißt, dann ist für mich eine der Zentralgestalten, da denke ich, renne ich auch offene Türen ein, Leibniz. Also wenn man sich fragt, wo wurde das Digitale nicht nur sozusagen als latentes Potenzial unserer Kulturtechnik des alphabetischen klar, sondern eben auch als etwas, das in jeder Hinsicht explizit und manifest wurde, so ist es, um es noch einmal zu sagen, Leibniz. Leibniz hat bekanntlicherweise das Binäralphabet entwickelt. Ich habe Ihnen hier die Manuskriptseite gezeigt. Er hat auch das bekannt, die erste Vier-Spezies-Rechenmaschine entwickelt. Er hat ein sogenanntes Gedankenalphabet entwickelt, er hat mit dieser Idee gerungen. Also es war die Idee, das gesamte Universum unserer Begriffe
auf einige wenige Grundbegriffe zurückzuführen, um dann durch die Kombination und Rekombination dieser Grundbegriffe nach vorgegebenen Regeln eigentlich alle Möglichkeiten des Wissens quasi automatisch zu generieren und von jedem vorgelegten Satz entscheiden zu können, ob er wahr oder falsch ist. Wie gesagt, dieser Idee eines Calculus Ratiocinator ist spätestens mit Gödel klar geworden, mit der Unvollständigkeit jedes formalen Systems, das erzwingt, zu einem nächst höheren, reichhaltigeren formalen System überzugehen. Spätestens seitdem ist klar, dass dieser Leibniz'sche Gedanke unrealisierbar ist. Dennoch ist mir nochmal wichtig, auf Leibniz'ens Position zu verweisen. Und übrigens gibt es noch zwei Gedanken von ihm, die ebenfalls extrem und die irgendwie mit diesem digitalen Kern seiner Überlegungen zusammenhängen. Er hat ein neues ein Katalogsystem entwickelt in Wolfenbüttel, das eben in vielen und wichtigen Hinsichten ein neues Ordnungssystem des Wissens entwickelt hat. Und wie ich meine, das ist natürlich eine Hypothese, hat er, glaube ich, den Netzwerkgedanke avant la lettre als eine Produktivität, als eine produktive Idee entfaltet. Ich kann das jetzt nicht ausführen, nur ist es mir wichtig, auf diese Person Leibniz'ens und ihre Überlegungen noch einmal hinzuweisen. So, ich komme jetzt zu dem, dass ich mich frage, der Stachel des Digitalen, davon habe ich gesprochen, scheint mir etwas zu sein, das Geisteswissenschaften zwingt, sich über bestimmte Verfahren, impliziten Voraussetzungen und so weiter im Klaren zu werden. Und wenn ich mich jetzt fragen würde, wo in den herkömmlichen Geisteswissenschaften könnte die Selbstreflexion des Digitalen dazu führen, dass blinde Flecken nicht nur erkannt, sondern vielleicht sogar auch revidiert werden, so will ich Ihnen mindestens vier verschiedene Gesichtspunkte nennen. Es gäbe eine ganze Menge mehr. Das eine, auch hier werde ich offene Türen bei Ihnen jedenfalls einrennen, die Anerkennung im Gegensatz zu der probaten Trennung von Zivilisation und Kultur, die Anerkennung, dass das Technische immer schon ein Inkrement nicht nur der Kultur ist, sondern eben auch der geisteswissenschaftlichen Arbeit. Ich will jetzt dazu zu dem Technischen selber nicht mehr sagen, außer dass ich wirklich diese Idee der Kulturtechnik für überaus wichtig halte, weil jede Form der Kritik der digitalen Vernunft muss zuerst einmal die Kulturtechnik der Digitalität versuchen, an diesen Kern heranzukommen. Eines ist sehr wesentlich, nicht nur in der Philosophie, ich glaube in einem Gutteil der Geisteswissenschaften, natürlich jetzt nicht der Bildwissenschaften, aber in einem Gutteil der philologisch orientierten Geisteswissenschaften gibt es so etwas wie eine Primordialität des Sprachlichen. Ich glaube, im Endeffekt könnten die Digitals dazu führen, dass das, was der Begriff der Sprache über viele Jahrhunderte bedeutet hat, jetzt eventuell durch den Begriff des Musters abgelöst werden konnte. Aber eines ist auf jeden Fall, das ist jetzt eher eine Spekulation, aber eines scheint mir auf jeden Fall klar zu sein, dass es darum geht, dass man die Schrift selber nicht länger als eine Art von aufgeschriebener mündlicher Sprache zu kategorisieren hat. Das steht übrigens auch in dem Handbuch Schrift und Schriftlichkeit. Selbst da wird Schrift als aufgeschriebene mündliche Sprache bestimmt. Aber Schrift, ich meine, eine der erfolgreichsten Sprachen, in Anführungsstrichen, ist immer noch die Programmiersprache, also erfolgreich im Sinne der gesellschaftlichen Instruktionen und Auswirkungen. Das heißt, die Schrift ist immer schon etwas, das ganz anderen Zwecken diente, als derjenige Zweck, Sprache in räumlichen Strukturen zu vergegenständlichen. Denken Sie an das Rechnen.
In dem Augenblick, wo ich schrift, ich denke jetzt nicht an die Rechenmaschine, an unser Rechnen, das wir ursprünglich nochmal, zumindest war das bei mir der Fall, in der Schule gelernt haben. Eine hochkomplexe geistige Tätigkeit wird auf eine Weise ausführbar, die Interpretation der Zahlenwelt und des Zahlenuniversums nicht voraussetzt. Sie müssen nicht wissen, was die Null bedeutet, um 4 minus 4 gleich 0 richtig rechnen zu können. Das Wissen, wie man etwas macht und das Wissen, warum ein Verfahren überhaupt funktioniert, trennen sich ab. Und in diesem Augenblick wird die Schrift zu einem Werkzeug. Sie ist nicht einfach nur ein Medium, um Zahlen darzustellen, sondern sie wird ein Werkzeug zum Probleme lösen. Und nicht nur das, wenn ich mit römischen Ziffern meine Zahlen symbolisiere, habe ich ein additives System. Das heißt, es geht ums Abzählen. Bei den Griechen war sogar die Eins, die Monas, das war noch gar keine Zahl, sondern es war nur die Einheit. Für die Griechen begann die Zahlenwelt mit der Zwei. In dem Moment, wo wir das von den Indern erfundene und von den Arabern uns überbrachte, dezimale Positionssystem einsetzen, von 0 bis 9, die Ziffern, in dem Augenblick verändert sich das Zahlenuniversum. Zahl ist nicht länger das, was ich abzählen kann, sondern Zahl ist das, für das ich einen korrekten Rechenausdruck einsetzen kann. Es gibt jetzt eben auch die Null, die leere Menge, bei der es nichts mehr zu zählen gibt. Es gibt die negativen Zahlen. Man sieht also, und das alles ist eine Folge der Schrift, man sieht also unmittelbar, und das muss man gar nicht an Notenschrift denken, an Choreografie, an die chemische Formelsprache. Kurzum, ich will, und gerade Geisteswissenschaftlern gegenüber ist das wesentlich, daran festzuhalten und darauf hinzuweisen, dass die Schrift immer schon etwas gewesen ist, ich wiederhole das nochmal, das zu mehr taugt als zum Aufzeichnen und zum Aufschreiben von mündlicher Rede. Das Letzte, auf das ich im Zusammenhang mit diesem Stachel der Digitals hinweisen möchte, ist das Nachdenken über das, was Netze bedeuten. Denn Sie alle wissen, dass Sie Netzwerkvisualisierungen oftmals einsetzen. Also der Begriff des Netzwerkes bekommt unter digitalen Bedingungen ein ganz neues Potenzial. Netz war ursprünglich mal Spinnennetz, Fischernetz, dazu gut, Bewegung zu unterbinden. Netz als U-Bahn-Netz, Stromnetz und so weiter ist dazu gut, oder Autobahnnetz ist dazu gut, Bewegung zu fördern. Und es ist ungemein wichtig, dass gerade Geisteswissenschaftler dazu neigen, mit der Idee des Netzes etwa die Gelehrtenrepublik zu verbinden, dieser universelle Briefwechsel, der sich im 17. Jahrhundert zu Beginn der Neuzeit herausgebildet hat. Und das ist in einer Situation, in der man Netze oft mit Ontologien verbindet, es gibt Netze, so wie es eben das Spinnennetz und das Fischernetz gibt, muss man einfach sehen, dass im modernen Netz, wenn man nach der Ontologie des Netzes fragt, wenn man nach dem Realphänomen des Netzes fragt, wenn es um dieses mobilitätsfördernde Netz wie das Internet und so weiter geht, dass in diesem Augenblick die Realität des Netzes das Diagramm ist. Das heißt, Netze sind etwas geworden, das auch schon unter nicht digitaler Bedingung, es genügt das Autobahnnetz, es genügt das U-Bahnnetz. Netze sind etwas geworden, das von Menschenaugen nicht mehr zu überblicken ist, unabhängig von Digitalität, sodass also die diagrammatische Repräsentation des netzförmig organisierten die einzige Form ist, in der wir die Kontrollmöglichkeit des Netzes uns vor Augen stellen können. Ich finde diese Idee, also wie, was es mit der Kategorie des Netzes auf sich hat, auch wie sich latent die Mobilitätsfalle Netz erhält im modernen Netz. Natürlich kann das Internet zur Falle werden, natürlich, wenn wir im Autobahnstau stehen, wird das Verkehrsnetz von der stehengebliebenen U-Bahn ganz zu schweigen. Das heißt also, dass die Reflexion dessen, was eigentlich Netz
bedeutet und worin die Ambivalenz des Netzes besteht und warum moderne mobilitätsfördernde Netze implizit immer den Umschlag, sozusagen ihren Januskopf zeigen und den Umschlag des Mobilitätsfördernden in das Mobilitätseinschränkende und Behinderten, dass ich vermute, dass dieser Zusammenhang in Bezug auf die Netzkategorie ein extrem wichtiger ist und dass gerade hier auch die Digital Humanities gefragt sind, über die Rolle ihrer eigenen Netzwerkvisualisierung nachzudenken. So, ich würde jetzt gerne zu dem letzten Thema kommen. Und ich sagte Ihnen schon, der wesentliche Anstoß, der für mich ausging von der Vorbereitung dieses Vortrages, war das Nachdenken darüber, ob wir nicht in einer Situation sind, die neuzeitliche Aufklärung unter digitalen Bedingungen auf eine neue Weise zu reflektieren und zu akzentuieren zu müssen. Ich will Ihnen nochmal diesen berühmten, wahrscheinlich von allen allseits bekannten, Überlegungen von Kant über die Aufklärung vorstellen. Es ist völlig klar, dass Kants Idee von Mündigkeit individualistisch ist. Es ist der Einzelne, es ist das Selberdenken, es ist die Idee des Do-it-yourself im Denken, die von Kant und nicht nur von ihm stark gemacht wird. Und die Frage ist eben, wie verhält es sich, wo sind die Schaltstellen, an denen man das neuzeitliche Konzept von Aufklärung im Sinne des Mutes, mündig zu werden, wo sind jene Punkte, an denen eine Revision der neuzeitlichen Aufklärung im Sinne einer digitalen Aufklärung wichtig wäre? Und ich möchte Ihnen hier drei, und das ist jetzt wirklich ein Vorschlag, der noch unausgereift ist, aber Ihnen klar machen, wo ich drei Neuakzentuierungen sehe, in denen die Idee einer digitalen Aufklärung wirklich einhergeht, damit ganz bestimmte Gleise der neuzeitlichen Tradition der Aufklärung zu revidieren. Das eine, und übrigens auch das sind alles Gesichtspunkte, die gelten bereits für die gewöhnliche Aufklärung, diese Idee des methodischen Individualismus, dass einer allein etwas als etwas erkennen und denken müsse, ist eine Idee, die in dieser Form noch niemals zugetroffen hat. Wir sind, und zwar konstitutionell, als Wissenschaftlerinnen, angewiesen auf das Vertrauen in das, was andere in Wort, Schrift und Bild uns übermittelt haben. 98% unseres Wissens ist überhaupt nicht etwas, das wir in der Lage wären, selber zu rechtfertigen. Ich meine, der philosophische Begriff des Wissens ist gerechtfertigte, wahre Überzeugung. Nur wann bin ich geboren? Wieso hat Cäsar in einem bestimmten Jahr den Rubikon überschritten? Und so weiter und so fort. Nahezu alles dessen, was wir wissen, wissen wir nicht, um es nochmal zu sagen, aus der Kompetenz, selber dieses Wissen rechtfertigen zu können, sondern weil wir epistemisches Vertrauen den anderen Wissenschaftlern und den Institutionen der Wissenschaft entgegenbringen. Also insofern wäre das die eine ganz wesentliche Revision, anzuerkennen, dass die Epistemologie, die seit der Neuzeit verstärkt als eine individualistische Methodologie entwickelt worden ist, immer schon die Form einer sozialen Epistemologie anzunehmen hat. Und insofern ist das auch klar, dass die Souveränität immer auch eine Souveränität ist, die angewiesen bleiben muss auf unsere Freiheit und unsere Kompetenz mit den Werkzeugen, Maschinen und so weiter umzugehen. Sie sehen, ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen, ich glaube, die Grundidee ist sehr klar.
wenn wir uns fragen, wieso kann die Selbstreflexion des Digitalen zu einer Korrektur an bestimmten Engführungen der neuzeitlichen Aufklärung beitragen, so glaube ich, geht es im Kern darum, dass die Idee des methodologischen Individualismus, der in gewisser Weise eine Fehlstellung der neuzeitlichen Idee gewesen ist, dass man an diesen Grundlagen des methodologischen Individualismus versuchen sollte, etwas zu verändern. Und ich möchte Ihnen jetzt zum Abschluss noch einmal etwas klar machen, was mich beschäftigt, ohne dass ich mir jetzt wirklich schon sicher bin, wie das auf den Begriff zu bringen ist. Aus meinen eigenen Forschungen habe ich mich ja mit der Kulturtechnik der Verflachung auseinandergesetzt. Also ich habe mich immer gefragt, wie kommt es unserer Rhetorik der Tiefe zum Trotz, also Tiefgang ist gut, Oberflächlichkeit wird diskriminiert. Wir lernen also stets, dass wir sozusagen die tiefen Strukturen von etwas zu bedenken haben. Nichtsdestotrotz leben wir in einer Welt, die beständig die Dreidimensionalität unserer Lebenswelt verflacht in die Zweidimensionalität von Schriften und Bildern. Und das Interessante ist ja, dass wenn man sich nach der Produktivität dieser Projektion des Dreidimensionalen in das Zweidimensionale in Bild und Schrift fragt, dass man dann dazu kommt zu sehen, dass der Witz darin besteht, dass das dahinter, das für uns stets uneinsehbar und unkontrollierbar ist, dass dieses dahinter und darunter abgekappt, amputiert ist, zugunsten nur noch rechts und links und oben und unten. Das ist jene Matrix, die die Kulturtechnik der Verflachung, das Schriftbild, die Lesbarkeit der Bilder orientiert und organisiert hat. Und diese Idee der Kontrolle, also durch Verflachung schaffen wir einen scheinbar völlig über, also einen Raum, der synoptisch zu überblicken ist, der zu kontrollieren ist, indem wir Manipulationen ausführen können, sozusagen auf der Fläche vor uns. Das ist, glaube ich, ein Dispositiv, das auf subtile Weise mit der Idee der Aufklärung als Mündigkeit zu tun hat. Es ist, wie gesagt, eine Idee, die mir jetzt erst in Vorbereitung des Vortrags gekommen ist, dass diese Potenz der Verflachung wiederum mit der neuzeitlichen Idee der individuellen Mündigkeit Hand in Hand geht. Was aber geschieht, wenn die Fläche elektronisch vernetzt wird? Wenn aus dem Papier das Interface wird? Spätestens da ist plötzlich klar, dass die Tiefe wieder rehabilitiert, wäre jetzt der falsche Ausdruck, rekonstruiert wird. Und zwar, dass vorne immer noch der Nutzer, wie beim lesenden Buch, sitzt und glaubt, eine gewisse Kontrolle zu haben über das, was ihm vor Augen steht. Vielleicht sogar in einer Weise wie noch nie zuvor, weil nahezu alles Wissen und zugänglich gemacht wird über diese elektronisch vernetzte Fläche. Aber hinter dem Interface entwickelt sich ein unübersehbarer, tiefer Raum, in dem nur noch Algorithmen, Computer und Protokolle interagieren, und zwar zunehmend auf eine Weise, die für, nicht nur für die Nutzer, sondern fast auch noch nicht mal mehr für die Firmen, die dahinter stehen, tatsächlich überblickbar ist. Also spätestens an dieser Stelle zeigt sich, dass dieses Dispositiv der Kontrolle, das mit der Kulturtechnik der Verflachung in Schrift und Bild und ihren epistemischen Funktionen einhergeht. Spätestens da zeigt sich, wie dieses Potenzial sozusagen umschlägt in eine neue Opakheit, in eine neue Intransparenz, in eine neue Tiefe, die uns kontrolliert, statt dass wir selber uns gleichsam zur Herrin oder zum Herrn dieser Abläufe machen könnten. Und ich glaube, dass genau das auch dann der Einsatzpunkt wäre, an dem eben
die Idee, dass die Selbstreflexion digitaler Geisteswissenschaften zu einem Impuls werden könnte, die Aufklärung und die damit einhergehenden Intransparenzen zu bedenken. Spätestens hier, denke ich, wird klar, dass das tatsächlich eine Seite oder auch ein Appell sein könnte an Sie als digital arbeitende Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Obwohl mir im selben Moment eigentlich was ich alles vergessen habe. Also, ich habe die Hälfte vergessen, keine Angst, ich halte jetzt nicht nochmal einen Vortrag. Aber eins möchte ich wirklich noch sagen, weil ich finde das ganz fatal, das kommt durch diesen freien Vortrag, der ist immer irgendwie so holzschnittartig und eben voll vergessen. Also eins möchte ich noch sagen, noch vor nicht allzu langer Zeit habe ich das Lesen, ich wollte eigentlich nochmal etwas zu den Lesetechniken sagen. Es ist noch nicht lange her, wo ich glaubte, dass der Unterschied zwischen meinem Lesen eines Textes und dem Maschinenlesen von Texturen nach dem Modell von Lesen und Ablesen ginge, so wie mein Thermostat an der Heizung funktioniert und die Maschine eben abliest. In der Zwischenzeit, und auch das wäre ein typisches Beispiel, das ist sogar das Wichtigste, wie konnte ich das vergessen, wo die Digital Humanities ein Aufklärungsethos gegenüber den Geisteswissenschaften haben, das ist doch teilweise illusionär, was wir uns unter Lesen vorstellen. Man denkt immer, Lesen ist eben dieses Lineare, ich schlage das Buch auf und dann lese ich und zum Schluss schlage ich es zu und ich habe das tatsächlich gelesen. Und wir wissen alle ganz genau, dass geisteswissenschaftliches Lesen ein beständiger Prozess des Umformens von Texten ist. Paraphrasen, Notizen, Marginalien an die Ränder, was auch immer. Aber Lesen ist niemals einfach die lineare Rezeption von etwas, das der Autor in seiner Ordnung vorgegeben hat, sondern Lesen ist immer schon etwas, bei dem wir den Text verändern und mit diesem etwas machen. Und mehr noch sogar, mein Exzerpt ist im Grunde genommen, also wirklich das Exzerpt, das ich schreibe nach der Lektüre, ist ein Modell, wie ich selber diesen Text verstehe, von dem klar wird, dass er ganz viele Interpretationsmöglichkeiten hat, ich aber nur eine einzige realisiere. Und aber gut, jetzt wird es doch ein... Ich breche jetzt hier ab, um Ihnen jedenfalls klar zu machen, dass die maschinelle Art